Europas größte Metropole, Istanbul. 15 Millionen Menschen, 4 Millionen Autos und mittendrin unsere Reporterin Sarah Aschberger. 2 Tage lang will sie sich in diesen Verkehrsgewirr stürzen. Oh Gott! Sich an die türkische Fahrmentalität anpassen. Soll ich jetzt mithupen? Aber wie nass ich kann. Soll ich einfach mithupen? Und den Führerschein machen mit allem, was hier dazugehört. Einparken, fahren und Theorie. Ich fühle mich wirklich, als würde ich einen Test schreiben über was, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Wer in Istanbul von A nach B will, muss eins einplanen. Zeit, Geduld und viel Lärm. Das durfte unser Team am eigenen Leib erfahren. Stau ist in dieser Stadt Standard und führt so zu einem ganz eigenen Fahrstil. Es ist wahnsinnig chaotisch hier. Viele Autos, alle hupen. Aber ich habe einen Führerschein, würde mich auch selbst als ziemlich sichere Fahrerin einschätzen. Deswegen bin ich ziemlich zuversichtlich, dass ich es morgen gut hinkriege. Genau. Hilfestellung gibt es von diesem Herrn hier. Sein Name Hamdi Bal, von Beruf Taxifahrer. Wenn einer also weiß, wie man in Istanbul Auto fährt, dann er. Ich bin gespannt, wie du den Verkehr hier handelst. Ja. Unsere Reporterin soll dem Profi also über die Schultern schauen. Der zeigt ihr erstmal, wie es nicht geht, mit Handy am Steuer. Das ist auch in der Türkei verboten. Der 28-Jährige ist ein bekannter Influencer. Als Taxifahrer lernt er täglich neue Menschen und Kulturen kennen. Seine Erlebnisse teilt er mit seinen Followern. Ich kenne mich in dieser Stadt kaum aus. Ich weiß nicht, was ich mir anschauen kann. Keine Sorge, ich helfe dir. Ich werde dir die Stadt zeigen. Hamdi ist jetzt zur Stelle. Was sind denn hier die Schwierigkeiten? Du musst hier vor allem auf die Motorräder aufpassen. Die kommen hier von links und von rechts. Das heißt, du musst immer deine Seiten im Blick haben. Hier ist es außerdem super schwierig, die Spur zu wechseln. Das ist wirklich kompliziert. Du musst wissen, wie man das richtig macht. Ansonsten gibt es ganz schnell Stress. Vor allem du als Frau wirst da gerne in die Enge getrieben. Aber warum? Kann ich dir schwer sagen. Viele sind hier einfach gestresst und wenn man dann einen Fehler macht, dann nehmen sie einen gerne in die Mangel. Man merkt schon, so die Haltung gegenüber Frauen, gerade so als Fahrerinnen, ist jetzt nicht die beste, weil sie zu langsam fahren. Heißt für Sarah, Ansporn, sich zu beweisen. Uns fällt in Istanbul schnell auf, der Verkehr hat seine eigenen Regeln. Das Ziel der meisten Fahrenden, so schnell wie möglich ans Ziel kommen. Dadurch entsteht eine Art Rivalität, auch zwischen Männern und Frauen. Ausdrucksmittel, die Hupe. In Istanbul verwenden die Leute ja ständig die Hupe. Ich sag mal so, wir verwenden die Hupe für so ziemlich alles. Man verwendet sie zum Begrüßen, zum Fluchen oder um zu zeigen, dass man gerade auf jemanden sauer ist. Entsprechend viel wird hier auch kommuniziert. Heißt, es ist laut. Der vor mir fährt nicht los. Direkt kurz hupen. Der ist nicht schnell genug? Ja, der war mit Sicherheit am Handy. Weil in der Türkei so viel gehupt wird, gibt es ein eigenes Verbotsschild. Die stehen vorzugsweise in der Nähe von Krankenhäusern. Hamdis und Sarahs nächste Etappe, die Altstadt Istanbuls. Sie gilt mit ihren engen und steilen Straßen als besonders schwierig. Glaubst du, du schaffst das morgen hier, selber Auto zu fahren? Ich bin mir nicht sicher. Kleiner Spoiler, genau hier wird Sarah morgen noch ordentlich ins Schwitzen kommen. Go. Für heute zeigt Hamdi unserer Reporterin noch etwas typisch Türkisches. Den Water Drive-By. Du musst da richtig schnell sein. Du zahlst, während du fährst? 4 Stück bitte. Noch eins bitte. Danke. Thank you. Haben wir gerade wirklich Wasser während dem Fahren gekauft? Ja, das ist die Türkei.
bzw. Istanbul. 35 Grad Außentemperatur und dann noch ständig im Stau. Ohne die Wasserverkäufer geht in der Metropole nichts. Ich habe mich sehr sicher gefühlt. Ich wünsche dir morgen viel Glück und mir natürlich auch. Bis morgen. Sarah soll schließlich morgen selbst ans Steuer. Ja, mal schauen, ob ich das hinkriege. Also es war eng. Es war überall Markt, Menschen auf der Straße, Katzen auf der Straße. Ich habe schon Respekt bekommen. Der Plan, Sarah soll am nächsten Tag die offizielle Fahrprüfung mit einem Fahrlehrer machen. Dafür braucht sie aber Übung und gute Nerven. Als Mentor wieder an ihrer Seite Taxifahrer Hamdi. In der Türkei muss man für den Führerschein mindestens 18 Jahre alt sein. Kostenpunkt umgerechnet 350 Euro. Heißt, den kann sich in Istanbul fast jeder leisten. Und? Bereit? Glaube schon. Ich bin etwas nervös. Sarahs Fahrt beginnt auf der europäischen Seite Istanbuls. Hier fällt unserer Reporterin direkt etwas auf, was man in Deutschland so nicht sieht. Ist es normal, dass die Menschen hier auf der Straße gehen? Ja, das hier ist keine Hauptstraße. Das ist normal. Das ist ja verrückt. Heißt, noch eine Herausforderung mehr, die Sarah zu bewältigen hat. Ich hätte irgendwie erwartet, dass du am Lenkrad kleben wirst, aber du fährst echt locker. Erstmal im Ernst, sie fährt echt gut. Ich würde sogar sagen, so gut wie ich. Zeit für eine kleine Challenge. Ich möchte, dass du da vorne beim Schild die Spur wechselst. Da viele Autofahrer in Istanbul aufgrund des starken Verkehrs ungern Platz machen, soll das besonders schwierig sein. Ich fahr einfach. Oh. Wow. Oh Gott, war das knapp. Aber der hat mich auch nicht reingelassen. Ja, du warst da auch etwas zu spät. Du brauchst da etwas mehr Übung. Boah, da muss man aber echt wirklich einfach fahren, sonst ist man lost. Der wollte mich ja wirklich nicht reinlassen. Weil du zu langsam warst. Oh. Noch schneller. Schneller. Ich bin in Deutschland auch eine zügige Fahrerin, so würde ich mich jetzt selber mal einschätzen. Aber ich habe dann gemerkt, hier sind alle zügige Fahrer. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung. Langsam fahren ist in Istanbul auch gefährlich. Jetzt wollen wir hier rein. Oh Gott. Ja, das ist eine sehr enge Straße hier. Hier musst du besonders auf Motorräder achten. Denn zur Rush-Hour schlängeln sich die Motorräder in Scharen an den Autos vorbei. Wer nicht aufpasst, riskiert so einen Unfall. Schau, in dem Auto ist eine Frau. Die hat einfach so die Spur gewechselt. Mit Sicherheit hat sie nicht in den Spiegel geschaut. Die hat einfach nur geblinkt und ist drüber. Wärst du nicht stehen geblieben, wäre das ein Unfall. Sarah dagegen kann Hamdi mit ihren Fahrskills überzeugen. Im Stau merkt unsere Reporterin, warum die meisten Istanbuler Automatik fahren. Oh, mein Bein tut schon weh. Das ist ein Krampf im Bein. Du machst schon schlapp? Das ist zu viel Stau für meine Beine. Plötzlich wird die Situation im Auto ernst. Der Grund? Blaulicht. Und Polizisten, die Sarah ernst beäugen. Hat unsere Reporterin etwas falsch gemacht? Du musst warten. Das ist Polizei. Ich glaube, das ist ein VIP. Das vordere Auto hat eine Flagge. Ich weiß nicht mehr, was drei Sterne auf dem Nummernschild bedeuten. Militär. Drei Sterne, wenn es drei Sterne ist, ein General oder so. In diesem Fall Glück gehabt. Sarah hat nichts falsch gemacht. Weiter geht's also. Nächste Etappe, ein Highlight der Metropole. Die Bosporusbrücke. Sie verbindet Europa mit Asien und ist somit Dreh- und Angelpunkt der Stadt. Du bist gerade nicht in Asien, nicht in Europa, sondern genau in der Mitte. Bei dem Anblick würde Sarah am liebsten rechts anhalten. Das geht hier aber nicht. Du musst jetzt auf die Straße schauen. Ich genieße für dich den Ausblick. Oh Mann, aber du fährst hier jeden Tag vorbei. Du kennst das hier.
Ich habe das noch nie gesehen. Ich wäre eine schlechte Taxifahrerin hier. Ich würde mich ständig umschauen. Schlechte Taxifahrerin vielleicht. Aber bisher auf Istanbuls Straßen alles richtig gemacht. Aber Vorsicht vor deutscher Gewohnheit. Das war nicht gut. Das war ein Riesenfehler. Natürlich halten wir für Fußgänger an, aber nicht so. Hinter uns hätte ein Motorrad sein können oder ein Auto. Wenn das der Fall gewesen wäre, wäre es zu einem Unfall gekommen. Es war einfach gefährlich, klar, dass mir hinten jemand reinfährt, wenn ich so eine Vollbremsung reinhaue. Aber für mich war es halt klar, dass ich an einem Zebrastreifen, wie in Deutschland, für ein kleines Kind stehen bleibe. Learning, in Istanbul nur über den Zebrastreifen gehen, wenn kein Auto in Sicht ist. Denn bis auf Sarah bremst hier niemand. Oh Mann, das ist echt eng hier. In der Altstadt geht es für unsere Reporterin wie im Tetris-Spiel weiter. Okay. Was mache ich jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Muss ich rückwärts? Keine Ahnung wie. How? Jetzt hupen die auch noch. Zu viele Autos. Ist das eine Einbahnstraße? Ja. Also one way. Ich glaube, es ist einfach zu wenig Platz für alle. Oh Gott, ey. Oh Gott, es kommt von hinten auf. You can hit no. Warte. Dann geht plötzlich nichts mehr. Nehmen wir uns das? Solche Situationen sind in Istanbul ganz alltäglich. Statt Ampeln ordnen hier teilweise die Einheimischen den Verkehr. Bruder, kannst du vielleicht mit dem Auto da ranfahren? Ich komme hier nicht mehr raus. Unten ist auch alles voll, Bruder. Unten ist alles komplett zu. Da die Altstadt Istanbuls noch aus einer Zeit ohne Autos stammt, sind die Straßen unheimlich eng und für viele Fahrer ein echter Horror. Sie hat die Situation echt gut gemeistert. Ist kaum in Panik verfallen. Im Gegenteil, ich war gestresster. Wo ist unser Kameramann? Ich weiß es nicht, aber ich muss weiterfahren. Aktionsreich, aber mit Erfolg. Sarahs erste Fahrstunde in Istanbul ist damit getan. Aber reicht das auch für die Fahrprüfung morgen? Und, wie habe ich mich geschlagen? Du bist super gefahren. Das hätte ich nicht erwartet. Danke. Du warst auch ein super Lehrer. Unsere Reporterin konnte den Taxifahrer überzeugen. Jetzt steht der letzte Schritt an. Die theoretische und praktische Fahrprüfung. Ich muss sagen, die Fahrt mit Hamdi hat mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt und ich bin jetzt echt nervös. So ein bisschen wie damals. Ich hatte einen Fehlerpunkt, glaube ich. Mal schauen, ob ich das heute auch schaffe. Normalerweise führt in der Türkei die Führerscheinprüfung eine staatliche Behörde durch. Sarah soll heute einen Probetest machen. Dafür ist er hier zuständig. Recep, von Beruf Fahrlehrer. Ich fühle mich echt wie in der Schule. Okay. Binnen 45 Minuten muss Sarah jetzt 50 Fragen beantworten. Im Gegensatz zur deutschen Prüfung gibt es hier nur eine richtige Antwort. Die Fragen sind etwas skurril. Zum Beispiel, wie tief muss bei einer Herzmassage der Brustkorb eingedrückt werden? Oh Gott. Ich fühle mich wirklich, als würde ich einen Test schreiben über was, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Wie kann das sein? Yep, Antwort C, 5 cm ist richtig. Das haben Sie zu Hause auch gewusst, oder? Ob Sarah das auch richtig hat, das erfahren wir später. Jetzt geht's erstmal an die Fahrprüfung. Die dauert in der Türkei 35 Minuten.
Wohin muss ich fahren? Einmal geradeaus und Blinker nicht vergessen. Bitte? Fahr geradeaus und dann links. Go straight on. Turn left. Now. Yes. In der Türkei findet die Fahrprüfung in einer verkehrsberuhigten Gegend statt. Du fährst wirklich wie ein Profi. Bisher hast du keinen Fehler gemacht. Deshalb fahren wir jetzt in Richtung des Parkbereichs. Das ist sowieso der schwerste Teil der Prüfung. Für das Einparken bekommt Sarah nur einen Versuch. In der Türkei besonders wichtig, man muss schön nah zum Bordstein stehen. Mann, ich bin eigentlich richtig gut im Parken, aber jetzt... Du kannst dir jetzt eine Stelle aussuchen, wo du einparken möchtest. Sarah muss jetzt in einem Zug richtig einparken. Und hat dann maximal 2 Ausbesserungsmanöver. Komm du auch mal kurz raus. Komm raus und schau es dir an. Oh, ich hab Angst. Oh, das bedeutet nichts Gutes. Du bist außerhalb der gelben Linie und somit zu weit vom Bordstein. Das heißt durchgefallen. Ja, aber ich finde es richtig gut. Also es ist richtig gut. Es ist auf jeden Fall innerhalb der Begrenzung hier von der Fahrbahn. Also ich fände das jetzt in Deutschland richtig gut. Für die Türkei reicht's nicht. Der Grund, viele enge Straßen. Hier zählt jeder Zentimeter Platz. Also du gibst mir jetzt keinen Führerschein? Nein. Leider konntest du nicht nach unseren Standards einparken. Du fährst super gut Auto, beachtest alle Verkehrsregeln, Schulterblick und Co. Aber das Parken war nichts. 10 cm weg vom Erfolg und somit in der Praxis durchgefallen. Wie schaut es mit dem Theorietest aus? Konnte unsere Reporterin da besser abschneiden? Ich habe 34 richtig? Du hast 68% geschafft. Ich habe noch eine Frage gebraucht. Du bist mit einer Frage durchgefallen. Nein! Es fehlt eine Frage. Ich hätte eine richtige Frage noch gebraucht. Den türkischen Lappen gibt's für Sarah dieses Mal nicht. Da muss sie noch mal ran. Trotzdem, das Autofahren in Istanbul war ein Erlebnis für sich. Spaß gemacht hat es allemal.